Ja, das Teil kann ich nicht zerschneiden. Hey! Sieh nur, ich habe das Seil auf der anderen Seite festgemacht. Hey, du da. Nimm das Seil aus meinem Weg. Oh, Susano, wo kommst du denn her? Susano, wie bist du in diese missliche Lage gekommen? Hä, Susano? Was geht hier vor sich? Meine neue Geheimtechnik, implodierendes Fass. Fliegende Affen war ein Flop. Ich bin dabei auf diesen Baumstamm flussabwärts gespült worden. Da kommt er. Halt die Angelrute gut fest, Junge. Nein, warte, lass sie los. Nein, Leute, ich habe gesagt, loslassen. Ami, schnell, benutze deinen göttlichen Pinsel. Was soll ich machen? Okay, das erklärt einigermaßen. Boah, da braucht man Reaktionszeiten, ey. So, das war's. So kann man auch eine Brücke bauen. Puh, ich dachte schon, wir wären erledigt. Aber es hat ja geklappt. Seht nur, die neue Brücke. Habe ich das etwa gemacht? Mehr oder weniger. Hihi, ja, das hast du. Du warst das ganz alleine, Junge. Ich weiß nicht, was dich bedrückt, aber du wirst im Leben nirgendwo hinkommen, wenn du vor Abenteuern davonläufst. Du sollst deinem Hund danken, dass er dir das beigebracht hat. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Ume. Danke. Hey, wo ist der Alte hin? Ich bin mir sicher, es braucht mehr als das, um den Typen umzubringen. Naja, auch egal, der taucht schon irgendwo wieder auf. Ich hab's geschafft, Ume, ich hab's geschafft. Jetzt weiß ich, dass ich keine Angst vor neuen Herausforderungen haben muss. Junge, ich liebe es, mit dieser Angelrute zu angeln. Vielleicht werde ich nicht so enden wie mein Vater. So, ich will dich füttern. Ich habe Fleisch für dich. Ja, es ist doch immer schön, Hunden beim Essen zuzusehen. So, wieder 10 mehr. Okay, den kann ich nicht aufnehmen, aber ich kann den aufnehmen. Oder auch nicht. Hast du von diesem legendären Fisch gehört? Nun, ich glaube, er lebt hier tief in diesem Gewässer. Ich werde ihn eines Tages fangen, das werdet ihr euch ja schon sehen. So, wo bin ich jetzt gerade? Ach, immer noch auf der Seite. Zur Taka-Ebene.
Ja. Oh, hier ist Häschen. So, Hasen füttern wir gerne. Ah, gucken wir doch mal. Dann werfen wir mal einen Blick darauf, was wir schon alles wieder gefüttert haben. Oh, Schatzliste. Holzgeschnitzt, jedoch beeindruckend wie das Original. Und das Bullenhorn. Ja. Tierliste. Hasen sind wir bei 33%, Hunde bei 11%. Also gibt es so um den Dreh herum 20 Hunde, 19 Hunde zu füttern. Ja. Bei 10 Hunden wären wir bei 45%. 55%. Dann nochmal 9 Hunde. Ja. Also 19 Hunde ungefähr. So, was ist hier? Tintenkugeln-Tipps. Ah. Ja, es wird wieder dunkel. Oh, gibt's hier einen Schatz? Vielleicht? Ja, es gibt einen Schatz, aber an den komme ich nicht dran. Okay. Tintenkugeln-Tipps. Was steht denn da? Tintenkugeln. Male Punkte auf Gegner, wenn du eine Waffe mit der Tintenkugelkraft benutzt, dann entstehen heilige Projektile. Je mehr Punkte du malst, umso mehr Tinte wird verbraucht. Also wenn ich so was auf den Gegner mache. Oh, hi Baum. Na gut, gehen wir erstmal ins nächste Gebiet. Die Taka-Ebene liegt da vorne, die große Ebene in den Bergen. Bereiten wir uns mal auf das Schlimmste vor, aber hoffen das Beste. Lass uns mal weiterziehen, du großes Feigknäuel. Ja, weil hier im Wald sind wir eigentlich im Großen und Ganzen fertig. Bis auf das Zeug, was wir noch nicht machen können. Ah, Taka-Ebene. Sieht natürlich wieder alles kaputt aus. Also die Taka-Ebene ist auch verflucht. Ich wette, wir werden einen vertrockneten Wächtersprössling hier irgendwo finden. Erstmal sehen wir, wenn wir große Bäume auseinander. Den Bambus können wir nicht zersäbeln, euer Ernst? Wir können durch ihn durchtäschen. Was ist mit euch hier? Oh, was ist hier jetzt aus mir? Diese verdammte verfluchte Zone verursacht alle möglichen Arten von Ärger. Und mein wertvolles Stück ist auch verschwunden. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ohne Zweifel ist das Werk dieser unheilstiftenden Maulwürfe. Ich wette, die waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich mich auch noch mit der verschrecklichen, verfluchten Zone auseinandersetzen. Ja. Was ist mit dir? Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kamichi, da wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Ich bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet hier auch verflucht war. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Monster jemals so nah zu uns kommen würden. Es sieht aus, als sei das Ende der Welt nah. Mhm. Oh, er hat noch was zu sagen. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Kommen gehört, ja. Oh, Zugbrücke, das habe ich jetzt überlesen. Können wir es nochmal lesen? Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Und dieses Gebiet ist auch überall verflucht. Ich hatte nur eine kleine Besorgung, in Kusa zu machen, aber jetzt komme ich nicht mehr über die Zugbrücke und kann darum nicht nach Hause. Mhm. Hi, Händler. Die Taka-Ebene ist ein weiter Ort, der sich zum Schlechten gewendet hat. Es war immer so angenehm, sich hier dem
oben im göttlichen Wind zu entspannen. Aber jetzt hat es ganz aufgehört zu wehen. Das bedeutet, ich werde kaum irgendwelche Talismane verkaufen können. Und es kommen auch nicht viele Reisende vorbei, bei denen ich meine Vorräte aufstecken könnte. Mit einem frischen Fisch aus dem Agatha-Wald könnte man jetzt ein Vermögen verdienen. Aber es scheint doch keinen guten Fischer mehr zu geben. Aber nun genug mit meinen Beschwerden. Wurdest du geschickt, was zu kaufen, Hündchen? Ja. Das heißt, der bezahlt mir mehr für Fische. Ja, der bezahlt tatsächlich mehr für Fische. Nö. Futter, Tintenstein, Vergeltung, Exorzismus und das war's auch schon. Schade, kein neuer Goldstaub. Ja, gut. Da oben irgendwo über uns ist der Wächterstein auf der Wächtersprössling auf jeden Fall schon mal. So. Erstmal wird gespeichert. Haben wir ja schon eine Weile nicht mehr gemacht. Jetzt ist echt die Frage, wie kommen wir da hoch? Hier durch vielleicht? Was steht da? Zur berühmten Baumkirschbrise. Baum, hey, ich frage mich, ob das eigentlich dieser Wächtersprösslinge ist. Ja, gut möglich. Erstmal alles kaputt machen, was uns in den Weg kommt. Was wir futtern können. Hier sieht es ja schon mal wieder interessant aus. Horch, der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Ah, nicht du schon wieder. Baka, das Geschenk der Götter an die Menschheit ist hier. Hello. Du schon wieder? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Hast du das kleine Abenteuer mit dem Stamm genossen, das ich vorhergesagt habe? Warum du? Hast du hinter dieser Nahkatastrophe gesteckt? Wie? Natürlich nicht. Ich hatte nur einen flüchtigen, kurzen Einblick in deine Zukunft. Siehst du, ich habe die Macht zu sehen, was passieren wird. Sogar wenn es etwas ist, das man lieber nicht wissen möchte. Der Möchtegern-Prophet ist wieder am Werk. Wenn du so toll bist, warum hast du dann nicht die Rückkehr von Orochi vorher gesehen? Hehe, was ist los? Hat es dir die Sprache verschlagen? Er ist eingepennt. Excuse me, hast du etwas gesagt, mein kleiner hüpfender Freund? Das ist... Ach übrigens, ich habe deinen Kampf mit der Spinnenkönigin gesehen. Immer noch ein recht lahmer Versuch, muss ich sagen. Wie konnte ein abgehalfterter alter Wolf wie du nur hoffen, die Welt zu retten? Wie lächerlich. Was, du hast unseren Kampf beobachtet? Und es ist dir dabei nicht in den Sinn gekommen, vielleicht zu helfen? Genug geredet. Es gibt nur einen Weg, das beizulegen. Nicht schon wieder Lichtschwertnummer. En garde. Dup, 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 dup. Au, das war ein Treffer.
So, jetzt kann ich ihn hacken. So, ich kann ihn wieder hacken. Ich glaube, ich muss ihm einfach nur ausweichen und warten, bis er grau wird. Keuch, keuch, nicht schlecht, Darling. Was meinst du mit nicht schlecht? Du bist doch ganz außer Atem. Was willst du eigentlich? Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte eine Frage für dich. Warst du schon am Harami-See drüben auf dem Shinso-Feld? In seiner Mitte war die Mondhöhle, in der Orochis Geist gefangen war. Eine Sperre blockiert den Eingang, seitdem Tsukuyomi entfernt worden ist. Das bedeutet, dass Orochi noch immer da drin ist. Ich möchte durch die Sperre und die Höhle betreten. Aber ich werde den Lindwurm-Kristall benötigen, um das zu schaffen. Du weißt nicht zufällig, wo er sich befindet, oder? Warum musst du dein Schwert ziehen, nur um das zu fragen? Und warum willst du überhaupt in Orochis Höhle? Ach, das weißt du nicht? Alright. Also diese große Windmühle... Murmel, murmel. Auf jeden Fall werde ich ihn alleine finden müssen. Aber bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch eine Prophezeiung. Ich sehe eine verschwundene, unschwierige Aufgabe. Goodbye, Baby. Wir haben wahrscheinlich wieder nicht so toll abgeschnitten. Hey, Ami, lass uns anstrengen und den Lindwurm-Kristall vor Wacker finden. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Und vielleicht finden wir auch eine neue Technik für deinen göttlichen Pinsel. Oh, Zeit haben wir sogar diesmal richtig gut hingekriegt. Schaden ist grün, weil wir nicht oft genug aufgewichen sind, hä? Was ist das hier? Das sieht so leuchtend aus, wollte ich sagen. Ja, ein bisschen mehr Energie können wir schon gebrauchen. So, da ist der Wächtersprössling, den können wir auf jeden Fall noch zum Leben wieder erwecken. Und alles. Jo. Ah, da ist noch mehr Solarenergie. Ah, wir sind wieder voll. Sehr gut. So, den garstigen Gegnern weiche ich mal einfach aus. Die Bäume da lasse ich auch mal stehen. Die können wir nachher wieder beleben. Na. Ah. Jetzt muss ich erstmal die Brücke reparieren. So. Und den da wieder beleben. So, damit sind wir schon mal die komplette verfluchte Zone los. Oh, sieht das schön aus hier.
Und 30 neue Glückspunkte. Die Taka-Ebene ist jetzt wieder normal. Ohne die verfluchte Zone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als erstes hat diese große Windmühle wirklich mein Interesse erweckt. Hatte diese Möchte ja vorhin etwas drüber gemurmelt. Ach was soll's, die läuft uns ja auch nicht weg. Lass uns mal die Taka-Ebene erkunden, okay? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Leute, die hier in der Nähe leben. Jo, das ist die Taka-Ebene, die ist auch ziemlich groß eigentlich. Gibt zwei Tore hier. Ja. Okay, nehmen wir mal die Abkürzung nach unten. Direkt zum Spiegel. Dann können wir sicherlich auch shoppen gehen dann, wenn wir nächstes Mal weitermachen. So. Gut, aber jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut von mir. Und dann erkunden wir beim nächsten Mal dieses riesige Gebiet hier. Also, bis dann.